Hello, this is Tom Bukowski. I am a Hallo, hier ist Tom Bukowski. Ich bin Bürger von Second Life. Das hier ist mein Haus. Wir befinden uns übrigens in Dowden, einem Ort in Second Life. Diese Brücke hier habe ich zusammen mit meinem Nachbarn von gegenüber gebaut. Ich besitze auch einen Bürokomplex dort unten. Dieses wunderschöne Schiff gehört einem anderen Nachbarn. Hier hänge ich oft mit meinen Freunden rum und wir unterhalten uns über dies und das. Diese Wohnungen kann man übrigens mieten. Das ist die Kunstgalerie eines talentierten Fotografen. Er stellt hier seine Kunstobjekte aus. Jeder kann sich seine Werke anschauen und sie auch kaufen. Second Life ist eine virtuelle Welt, in der ihre Bewohner Häuser, Büros, Tanzclubs oder Kirchen bauen, was immer sie möchten. Sie können interagieren, sich verlieben, Golf spielen, alles tun, wozu sie gerade Lust haben. Manche machen auch richtig Geld, indem sie Dinge verkaufen, die sie in Second Life entworfen haben. Es ist in jedem Fall ein interessanter Ort mit viel Kreativität und vielen Herausforderungen. Real oder virtuell? Mit der Digitalisierung der Welt verschwimmen zunehmend die Grenzen. Neue Lebensräume im weltweiten Netz entstehen. Virtuelle Infrastrukturen, virtuelle Gemeinschaften, virtuelles Leben. Ein ganzes Paralleluniversum kann simuliert werden. Doch nicht nur in Computerspielen, in allen Bereichen unserer Gesellschaft haben Simulationen Einzug gehalten. Wissenschaft und Industrie setzen schon lange auf. Rechnerbasierte Simulationen sind ein Meilenstein in Forschung und Entwicklung. Explodierende Rechnerleistungen ermöglichen ungeahnte visuelle und interaktive Prozesse. In jedem Heimcomputer entstehen jetzt schon virtuelle Welten. Und allmählich gewöhnen wir Menschen uns an die Inszenierung von Wirklichkeiten. London City. Die von Kriegen nur wenig zerstörte Stadt besitzt eine einmalige architektonische Struktur. Tausende von Stadtplanern und Architekten sind seit Jahrhunderten an ihrer Entwicklung beteiligt. Mit Hilfe von Skizzen und Modellen mussten sie sich vorstellen, wie ihre Stadt einmal aussehen könnte. Bausünden ließen sich so nur schwer verhindern, denn es fehlte oft an einer Gesamtvision und geeigneten Möglichkeiten zur Visualisierung. Das hat sich dank Computermodellen, insbesondere im Bereich der Stadtplanung, grundlegend verändert. Andrew Hudson-Smith und sein Team vom Institut für Raumanalyse in London arbeiten an einem ehrgeizigen Projekt. Die komplette Stadt soll in einem digitalen 3D-Modell nachgebaut werden. Virtual London, so der Arbeitstitel. Eine besondere Herausforderung ist die komplexe Oberflächenstruktur Londons. Statt mit viel Aufwand einzelne CAD-Modelle zu zeichnen, wurde die 3D-Struktur der Stadt mit einem Ultraschallverfahren aus der Luft ermittelt. Das Einmalige an Virtual London: Mitarbeiter der Bezirksverwaltungen erhalten Zugang zu der Simulation und können sich so ein Bild ihrer zukünftigen Stadt machen. Demnächst sollen auch die Bürger über das Internet ihre Stadt und das, was die Stadtplaner mit ihr vorhaben, virtuell besichtigen können. Das dreidimensionale Planungssystem einer Stadt vermittelt ein viel besseres Gefühl für Räume und Orte. Stellt man das komplette 3D-System ins Netz, kann jeder Bürger sich ein Bild machen und seine Meinung dazu äußern.
Die Menschen können so besser mitbestimmen, wie sich ihre Stadt entwickeln soll. So können wir die Menschen sensibilisieren für das, was sie umgibt. Wir können sie besser in den Planungsprozess einbeziehen. Nicht nur in London, sondern auf der ganzen Welt. Bei der Visualisierung wollen die Programmierer vom Institut für Raumanalyse noch weitergehen. Mit Hilfe sogenannter Avatare wird das Leben in der Stadt in einer perfekten Erlebniswelt simuliert. Die Wissenschaftler benutzen dazu Oberflächen, die Computerspielen entlehnt sind, wie bei dieser Adaption einer PlayStation 2-Szenerie. Doch das virtuelle London soll nicht nur einem demokratischen Stadtplanungsprozess zugutekommen. Sind die strukturellen Daten der Stadtlandschaft erst einmal erfasst, können unterschiedliche Faktoren simuliert werden, wie etwa Umwelteinflüsse. Ein Beispiel: das Steigen des Wasserpegels der Themse. Konstanz am Bodensee. Auch an der Fachhochschule haben sich Architekten und Stadtplaner auf Umweltsimulationen spezialisiert, allerdings mit anderen Methoden. Ihr Werkzeug? Der sogenannte Immersive Room, ein vierwändiger Projektionsraum. Ganze Straßenzüge entstehen hier virtuell. Konstantin Beutschew und seine Studenten wollen Umwelteinflüsse sichtbar machen, die normalerweise für den Menschen unsichtbar sind. Die Simulationen zeigen zum Beispiel Belastungen durch CO2 oder Autolärm in einem bestimmten Stadtbereich. Durch das virtuelle Eintauchen werden sie erlebbar. Die Lärmverteilung an einer Hauptverkehrsstraße in Stuttgart. Der Stadtplaner kann in der Simulation Gebäude interaktiv verändern und beobachten, wie sich Lärm oder auch Schadstoffe unterschiedlich ausbreiten. Ein Gebäudekomplex kann Schall dämmen oder weiterleiten, je nach Struktur. Ein Faktor, den Stadtplaner berücksichtigen sollten. Zahlen verursachen bei mir nicht ein wirkliches Bild von der Situation. Wir wissen aus der Neurobiologie, dass das visuelle System des Menschen auch sein Bewusstsein, sein Denken und sein Tun und sein Handeln sehr stark beeinflusst. Das ist ja genau das, was wir auch verursachen wollen. Wir wollen Menschen sensibilisieren, insbesondere die, die später verantwortlich sind für den Bau, für den Umbau unserer Umwelt. Und dazu helfen solche Simulationen. Doch der Immersive Room wird in Konstanz auch für Experimente genutzt, für Fantasieräume, Traumwelten. Das Werkzeug für wissenschaftliche Prognosen ist zugleich Ort von Wunschträumen. Reale Möglichkeiten und das Überschreiten dieser. Im virtuellen Raum liegt es nah beieinander. Hallo, hier ist wieder Tom Bukowski. Hallo an euch alle in der echten Welt. Wie ich sehe, beschäftigen euch in der realen Welt Probleme rund um den Klimawandel. Hier in Second Life haben wir solche Probleme nicht. Wir befinden uns beispielsweise gerade auf einer Insel in Second Life, die als künstlicher, lebendiger Organismus geschaffen wurde. All diese Pflanzen und Lebewesen sind lebendig. Es sind Sporen, Computerprogramme, die als künstliche Lebensformen wachsen und sich selbstständig weiterentwickeln. Wir müssen uns keine Gedanken um globale Erwärmung oder andere Klimaprobleme machen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber der realen Welt. In der Tat, unsere Welt macht sich Sorgen um das Erdklima. Fast täglich ereilen uns neue Hiobsbotschaften. Ein Grund dafür sind die immer besseren Klimaprognosen.
Im japanischen Yokohama steht der Earth Simulator, eine gewaltige Rechneranlage. Wissenschaftler aus der ganzen Welt beziehen hier ihre Daten, um das Klima zu erforschen. Der Earth Simulator kann mit Hilfe eines Rasters, das über die Erdkugel gelegt wird, das Wetter simulieren und das Klima vorhersagen. Die Simulationen können detaillierte Angaben über Temperaturveränderungen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit oder Luftdruck machen. Diese Daten werden dann zu einer Gesamtprognose zusammengeführt. Je höher die Rechenleistung, desto mehr Faktoren können in der Simulation berücksichtigt werden, desto genauer die Prognose. In weiter Zukunft werden wir erfahren, ob die Vorhersagen des Earth Simulators Realität geworden sind. Es gibt viele Möglichkeiten, sich in Second Life fortzubewegen. Manche bauen sich die unterschiedlichsten Fahrzeuge und fahren damit durch die Gegend. Wir können aber auch fliegen, nach Herzenslust, wann immer wir wollen. Und wir können uns teleportieren, uns einfach von einem Ort zum nächsten beamen. In der realen Welt sind wir Menschen noch auf Fortbewegungsmittel angewiesen. Eine Reise ins All zur internationalen Raumstation ISS. Auch von Stuttgart aus ist sie möglich. Im Hochleistungsrechenzentrum der Universität steht ein Cave, ein vierwändiger Projektionsraum. In Stuttgart kann fast alles simuliert werden. Für die Raumfahrtingenieure ideale Bedingungen. Hier wird die optimale Flugbahn des Raumfahrzeugs Hopper beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre berechnet. Der Bau des Hoppers ist noch ungewiss. Simulationen sollen vor allem bei Entscheidungsprozessen solcher großindustrieller Projekte helfen. Steht der Nutzen tatsächlich in Relation zu den Kosten? Normale Computer würden für diese Berechnungen Jahre benötigen. In Stuttgart steht eines der schnellsten Rechnersysteme der Welt. Es kann komplexe Simulationen in wenigen Tagen und Stunden berechnen und darstellen. Es gibt eine ganze Reihe von Bereichen in der Wissenschaft, die ohne Supercomputer, ohne Höchstleistungsrechner nicht mehr arbeiten können. Wenn Sie in den Bereich der Materialwissenschaften gehen, wenn Sie in den Bereich der Medizin gehen, das sind Bereiche, wo Sie entweder aus physikalischen Gründen an Grenzen stoßen oder wo Sie aus ethischen Gründen an Grenzen stoßen. Ja, Sie können keine Experimente mit Patienten machen. Mit dem Supercomputer können Sie alles simulieren. Ein abdominales Aneurysma. Die Aussackung der Hauptschlagader im Bauchraum erfordert eine Gefäßprothese, einer der gefährlichsten medizinischen Eingriffe. Die Visualisierung der Struktur des Aneurysma ist eine wichtige Vorbereitung auf den Eingriff. Nur so kann der Chirurg erkennen, welchen Teil er entnehmen und künstlich ersetzen muss. Noch signifikanter wird die Simulation im Nanobereich. Hier wird die Signalausbreitung der Nervenzellen simuliert. Der Verlauf der Nervenfasern, die Stimulierung der Synapsen und die Weiterleitung an den Zellkern. Die Hirnforscher rätseln über Prozesse im Gehirn und versuchen sie zu verstehen, mit Hilfe solcher Simulationen. Doch auch die Ingenieurswissenschaften profitieren von den enormen Möglichkeiten der Simulationstechnik. Der Umbau und die Modernisierung des Wasserkraftwerkes Kiebingen wurde vor allem mit einer rechnerbasierten Simulation vorbereitet. Bei der interaktiven Simulation hat der Ingenieur die Möglichkeit, sein Produkt zu modifizieren, Geometrie zu ändern und anzupassen. Die Simulation im Hintergrund berechnet dann sofort wieder eine neue Lösung und diese wird dem Betrachter, dem Ingenieur präsentiert und er kann daraus sofort erkennen, ob sein